Oh, swing is in the air. That swinging little swing is in the air. And every little breeze that blows is blowing troubles away. Swing hört nie auf. Swing ist ein Körperteil. Mit Fingerschnipsen bin ich total glücklich und lächle die ganze Zeit. Swing is in the air, that swing a little swing is in the air. And everything is okie dokie, positively Wir haben damals am 15. März 2020 versprochen, dass wir so lange senden, the music goes round and around, bis diese Krise vorbei ist. Ich glaube nicht, dass diese Krise irgendwann in der nächsten Zeit vorüber sein könnte. Das bedeutet, dass die Sendungen weitergehen. Selbst dann, wenn wir in großen Konzerthäusern auftreten, was ja hin und wieder auch möglich war in den vergangenen etwa anderthalb, zwei Jahren. Aber die Krise ist ja nicht nur die Krise, die Pandemie, sondern das ist ja auch eine wirtschafts- und soziale Krise. Und die Idee dieser Sendung ist, Hoffnung zu bringen. Hoffnung zu bringen zu den Menschen, die uns zuschauen, in Uganda, in Israel, in Dänemark, in den USA, in Kolumbien. Und uns selbst Hoffnung zu geben. Und das ist ja nicht obsolet, nur weil hier und dort mal ein Konzert stattfinden kann. Wir reden von einer Krise, die jahrelang andauern wird und solange werden unsere Sendungen weitergehen. Swing hört nie auf. Swing ist ein Körperteil von mir. Das habe ich ja schon einige Male gesagt. Wenn man mir den rausoperieren würde, würde ich sterben. Also das würde ich nicht aushalten. Nein, diese Musik, die ja Anfang der 30er Jahre anfing populär zu werden und ja etwa anderthalb Jahrzehnte die dominierende Popmusik war, Swingmusik, war nie wirklich tot. Sie hat ja dann in den 90er Jahren ein enormes Comeback gehabt in den USA über das Tanzen, über das Swing-Tanzen. Und das ist bis heute eigentlich, hält das an. Es gibt so kleine Bewegungen, mal nach oben, mal nach unten. Aber eigentlich das Revival hält schon viel länger an als die originale Swing-Ära. Was mich betrifft, ich liebe die Musik, aber ich liebe natürlich auch das, was drumherum ist. Also ich liebe die Mode dieser Zeit. Ich laufe immer so rum. Also das ist jetzt nicht, keine Verkleidung. Ein Anzug oder etwas Ähnliches aus der Zeit trage ich eigentlich immer. Dann habe ich Automobile aus dieser Zeit. Ich wohne in einem Haus, das aus den 20er Jahren stammt und mit Art Deco und Bauhaus eingerichtet ist. Also ich finde die Zeit unglaublich elegant in der Architektur, in der Mode, in der Musik. Trotzdem lebe ich natürlich in der Gegenwart. Also ich habe auch ein modernes Telefon und ich schotte mich nicht ab vor den Ereignissen unserer Zeit, weil das gefährlich wäre, wenn man dann sozusagen nur in der Historie lebt. Aber das, was mir aus dieser Zeit so gut gefällt, das habe ich mir eben versucht, in die heutige Zeit herüberzuholen und das lebe ich auch. Also ich habe immer auf dem Standpunkt gestanden, dass Eltern ihre Kinder möglichst nicht beeinflussen sollen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass Eltern ihren Kindern den Freiraum lassen, sich die Dinge zu suchen, die sie interessieren. Und das haben wir eigentlich gemacht, meine Frau und ich. Wir haben eigentlich nie irgendeine Art von Druck oder Einfluss ausüben wollen, weder auf Rachel noch auf David. Die haben sich die Sachen selber gesucht, zu sehr unterschiedlichen Zeiten. David sehr frühzeitig, also schon so mit 3 Jahren fing er an, Schlagzeug zu spielen, sich das selbst beigebracht, dann fing er an, Step zu tanzen und sowas. Er hatte auch eine Phase, wo er moderne Musik produziert und gesungen hat. Und ich glaube, bei Rachel ging das ein bisschen später. Also sie war am Anfang für Swingmusik nicht besonders, da war sie nicht besonders daran interessiert. Und das kam dann mit der Zeit. Aber wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass die Kinder sich das selbst aussuchen und selbst entdecken.
Natürlich weiß ich, dass viele Leute glauben, na, der Hermine hat sich die daran gezüchtet oder sowas. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Im Gegenteil. Es ist sogar so, dass manchmal, also David ist zum Beispiel viel strenger als ich. Also der sagt dann in der Probe vielleicht, wenn ich sage, ist in Ordnung, dann kommt er, nein, Papa, das ist nicht, das müssen wir noch genauer proben und so. Also der ist viel genauer, als ich das bin. Und beide Kinder sind ehrlich gesagt auch viel talentierter als ihr Vater. Und das ist kein Fishing for Compliments, sondern das meine ich so, wie es ist. Das sind wirklich hochbegabte Kinder. Ich bewundere das außerordentlich. Ich kann nicht das, was sie können. Und die werden ihren Weg gehen. Das ist großartig. Das macht natürlich sehr viel Spaß. Und das ist ja ein Team, es ist ja eine Familie. Ich meine, meine Frau ist ja sozusagen die Produzentin der Sendung und ist immer mit dabei. Also wir vier sind ja sozusagen ganz eng miteinander verbunden in dieser Band. Und ehrlich gesagt, auch die Swingin' Hermlins sind ja eine Familie. Nicht umsonst heißt es ja, das Swingin' Hermlins, alle sind irgendwie Hermlins. Also das ist ja nun das Symbol dafür, dass wir eine Band haben, in der es grundsätzlich vor allen Dingen auch um Musik und um Freundschaft geht. Und ich habe in den letzten Jahren auch viel gelernt, im Umgang mit Menschen, mit Musikern anders zu sein. Das ist ein Prozess. Insofern war vielleicht dieser Bruch, also diese Pandemie, wo alles auf einmal aufhörte, was einen zum Nachdenken zwang, hat vielleicht auch etwas Gutes gehabt, ja? Dass ich mich in Frage stellen musste und diesen Freundschaftsgedanken, diesen familiären Gedanken noch stärker lebe, als ich das vielleicht vorher gemacht habe. Die Musik war ja damals in den 30er Jahren schon eine Musik der Hoffnung. Die Menschen, die in Amerika durch die Zeit der großen Depression gingen, mit Suppenküchen, mit Zeltstädten, in denen sie wohnten. Wenn sie überhaupt ein paar Pennies hatten, dann gingen sie ins Kino und sahen Ginger Rogers und Fred Astaire in einer Traumkulisse, die so gar nichts zu tun hatte mit diesem furchtbaren, grauen Leben, das sie selbst führen mussten. Und die Musik ist, ob nun bewusst oder unbewusst, eine Musik letzten Endes doch der Eleganz, der Fröhlichkeit, des Optimismus. Und das ist sie heute auch. Das heißt, wenn ich die Musik höre oder auch spiele, geht die Traurigkeit sofort weg. Ich kann das bei mir wirklich beobachten. Ich bin vielleicht irgendwie verärgert über irgendetwas oder traurig. Und dann mache ich, weiß ich nicht, Jimmy Lansford an oder Benny Goodman oder irgend sowas. Und dann ist das verraucht. Es verschwindet. Ich weiß noch, als ich ein Kind war, habe ich mich manchmal mit meiner Mutter gestritten. Und dann war ich auch richtig böse und ich wollte dann ganz lange böse sein. Aber in dem Moment, wo ich anfing, dann diese Musik zu hören, verschwand die Wut. Und ich weiß noch, dass ich mal zu Hause auf der Couch saß und mir vornahm, diesmal bleibst du wütend. Und bist ganz wütend. Und ich hörte Benny Goodman, ich konnte nichts machen. Nach 10 Minuten war alles weg. Und dieser Effekt ist, glaube ich, sehr wertvoll. Weil in gerade diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben und diese Zeiten sind rau und sie werden wahrscheinlich noch sehr viel rauer werden. In diesen Zeiten muss man versuchen, sich zu erwehren, dieser Neigung auch böse zu werden, ärgerlich zu werden, ungeduldig zu werden. Und die beste Medizin dagegen ist zweifellos Benny Goodman. Auch eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mich selber dazu gebracht. Also mein Vater, der hat jetzt nie irgendwie mich so wirklich gefragt, also ob ich mitsingen möchte. Und das war, wenn man das 2018, da wollte niemand diesen Song singen, I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Und dann habe ich den mal so vorgetrellert, dachte so, hey, ich kann das vielleicht auch singen. Und dann meinte mein Vater, okay, cool, du kannst ja den Song singen. Und dann war ich in dem Swing Dance Orchestra. Und dann war es ja keine Frage mehr, ob ich bei den Swing Hermlins mitmache oder nicht. Natürlich habe ich da gleich mitgemacht. Ah, noch eine kleine Verantwortung. Denn ich merke, es gibt auch viele andere, also junge Leute, so wie ich, die Swing mögen oder auch singen, aber nicht wirklich wissen, wo sie anfangen sollen. Und dann kriege ich auch oft so Nachrichten, ja, wie hast du es gemacht, wie schaffst du das? Und ja, fühlt sich gut an, schon eine Verantwortung, aber ich fühle mich wohl damit. Ah, es ist einfach, es ist wie, als würden wir so unser Zuhause nehmen, unser Haus und immer von einem Ort zu anderem Ort wandern, weil es ist ja die Familie. Das heißt, wir sind ja da nie auseinander. Das heißt, es fühlt sich wie zu Hause, auch auf der Bühne. Deswegen glaube ich, bin ich nicht so wirklich nervös, wenn ich auf der Bühne bin. Weil wenn ich nach rechts schaue, sehe ich meinen Vater. Wenn ich nach hinten schaue, sehe ich meinen Bruder. Und dann ist alles okay. Meinen ersten Auftritt hatte ich mit 4 Jahren. Da war ich schon Schlagzeuger. Und da habe ich einen Auftritt gehabt mit meinem Vater und seiner kleineren Band im Grünen Salon in der Volksbühne. Und da hatte ich auch meinen
mein weißes Dinnerjackett an, schwarze Smokinghose, Fliege, alles hat gesessen. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass wir Little Brown Jack von Glenn Miller gespielt haben. Und ich wollte, dass mein Vater dieses Stück ein bisschen schneller einzählt. Und er hat es aber viel zu langsam eingezählt und da war ich dann ganz sauer auf ihn. Also ich habe angefangen zu steppen, nachdem ich einen Film von Fred Astaire mit meiner Mutter gesehen habe. Da war ich, glaube ich, 3 oder 4 Jahre alt. Und dann kann ich mich auch daran erinnern, dass mein Vater und ich in New York waren, in einem Club. Und da gab es einen Tapdancer, der auf Sand getanzt hat. Und mein Vater hat mir erzählt, dass ich da einfach wie ein Roboter auf die Bühne gegangen bin. Und plötzlich hört er dann meine Stimme, ja, my name is David. Und er so, ja, willst du was tanzen? Ja, gerne. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne Blue Skies hören. Und dann habe ich halt angefangen, das zu machen, was ich vorher gesehen habe. Dann hat mein Vater mit mir einen Tapdance-Lehrer gesucht, Tassilo Ebersbach. Und mit dem habe ich dann die Anfangsjahre die Grundschritte gelernt. Und von da an habe ich dann auch mir sehr viel selber beigebracht. Ich habe mir die Filme von den Nicholas Brothers, Gene Kelly und Fred Astaire angeschaut. Und das ist so ein bisschen wie beim Schlagzeug eigentlich. Man hat die Grundbausteine und danach macht man sein eigenes Ding draus. Ich weiß, dass es auf jeden Fall keine Normalität ist, dass man als Familie auf der Bühne steht und Musik macht, aber irgendwie, also ich habe ja am Anfang, ich war der Erste, der Musik gemacht hat, also meine Schwester hat es ja später gemacht und es war für mich irgendwie klar, dass ich so mit meinem Vater so Musik mache, ohne dass er mich dazu gezwungen hat. Ich habe auch selber alleine Musik gemacht und dann irgendwann kam ich wieder zum Swing zurück und dann kam auch Rachel dazu und das Gute daran ist, ich kenne ja die beiden sehr lange. Deswegen weiß ich auch, wie sie spielen, ich weiß, wie man mit denen reden kann, was man kritisieren kann, oder wie man es sagt. Und es ist schon was anderes, wenn es jemand ist, mit dem man nicht aufgewachsen ist. Also hat viele gute Seiten, hat auch einige schlechte Seiten, dass man sich mal öfter streitet, aber das ist normal. Also bei uns zu Hause lief immer Swingmusik eigentlich und unsere Mutter hat normalerweise auch so modernere Sachen gespielt. Mahalia Jackson, sowas. Genau, oder Aretha Franklin oder solche Sachen. Aber sonst lief immer bei uns Swingmusik und also ich muss sagen, ich mochte sie am Anfang nicht so sehr und erst so später, aber bei David ging das, war das früher, ne? Ja, es gab aber auch eine Zeit, wo ich dann sehr viel Michael Jackson gehört habe und dann, wenn dann Swing im Auto gehört wurde, war ich so, ach, können wir jetzt mal endlich Michael Jackson hören? Aber ich habe mich dann irgendwann auch, also ich habe die immer irgendwie gehört. Und es gab eine Zeit, wo ich die weniger gehört habe und jetzt höre ich die eigentlich ständig. Die ganze Zeit. Ja. Ich denke mal, weil wir jung sind, ja. Wir tragen gerne diese Mode aus den 30er und 40er Jahren, achten auf jedes Detail und genau das Gleiche versuchen wir auch bei der Musik. Also wir versuchen schon wie Künstler zu sein, die damals gelebt hätten. Ja. Ja. Trotzdem haben wir natürlich iPhones und so weiter, aber also bei ihr ist es ja auch so, genau. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben, es ist so ein lockeres Gefühl, aber man fühlt sich so wohl und geborgen, aber auch gleichzeitig so frei, weil Swing auch so viel hergibt, das ist ja nicht etwas Bestimmtes, es ist ja so viel auf einmal. Es gibt ja wie gesagt langsame Titel und schnelle Titel und also laute und leisere Titel. Und deswegen finde ich so Swingmusik, da fühlt man sich schon relativ frei, aber auch gleichzeitig so geborgen, weil das so eine bestimmte Ära ist und das gab es halt nicht nochmal. Also ich weiß, wenn ich einen schlechten Tag habe, weiß ich, dass wenn ich Swingmusik höre oder Schlagzeug spiele, dass es mir dann immer besser geht. Also jedes Mal, wenn ich auf der Bühne bin oder wenn ich dann zu Hause singe oder was auch immer und weiß ich, ich hatte vorher einen schlechten Tag oder so, mit Fingerschnipsen bin ich total glücklich und lächle die ganze Zeit. Das ist auch einigen Leuten aufgefallen beim Auftritt, dass ich die ganze Zeit nur lächle. Ich krieg's auch nicht hin, dann nicht zu lächeln, außer vielleicht ist es ein Song, der wirklich traurig ist.
Zum Beispiel Strange Fruit, also ja. Ich jetzt nicht, aber sonst bei den anderen Songs, ich bin die ganze Zeit nur, ich habe so einen Spaß, das ist so das, was ich liebe. Ja, genau. Ich glaube, wie die Swing-Musik sind wir auch immer da. Ja, wir werden immer da sein. Also ich glaube nicht, dass da sowas, dass ich persönlich jetzt was Bestimmtes sehe, wo wir sein werden, aber es ist relativ offen, aber ich denke positiv. Also ich glaube, wir sind eine gute Band, wir sind eine tolle Band, auch nicht nur, weil wir die Musik spielen, sondern weil wir auch uns alle verstehen, weil wir alle Freunde sind, das ist ja fast schon eigentlich wie eine Familie und das hält zusammen, deswegen glaube ich, dass es wird sehr lange gehen auf jeden Fall. Ja, und wir haben auch gelernt, dass wir nicht zu weit im Voraus planen, aufgrund der Zeit. Deswegen sind wir immer wieder damit zufrieden, was wir in diesem Moment haben. Und jetzt spielen wir in der Philharmonie und das werden wir in vollen Zügen genießen. Großartig. Ganz herzlichen Dank an euch beide. Swing is in the air. Also wenn Sie den Song, was ich nicht glaube, gut finden sollten, können Sie zur Not auch applaudieren. Aber wenn nicht, wissen Sie jetzt, wer Ihnen das eingebrockt hat. Naja, also so schlimm ist es jetzt nicht. Es ist eigentlich ein unentdecktes Werk von Wolfgang Amadeus Mozart. Doch, stand auf diewahrheit.de und sein bester Freund Friedrich Schiller schrieb diesen Text. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, fire. I'm a flat foot, blue to white, fire, f
Well, I'm down there, don't. Danielle, what's the matter with you? You want a show or not show it? It's the only dance to do. Bad foot, bye bye. A bad foot, blood, you went bye bye. A bad foot, blood, you went bye bye. Bye bye, bye bye. Bitte swing hoppers, here's the show I cover. Here is the only dance you do. Mother and daughter working for the Yankee dollar.
Your troubles to the tail. They'll be blown away like a merry gale. Yes, go fly a kite, toss your worries to the wind, and they won't come back with a bitter chagrin. Go on, make friends with the sky, have a talk with the sun. It's the bright way to live, and if you part of the fun, yes, you gotta fly, fly a kite. You're a magician, you're a king or queen, cause you got the world on a piece of string. Push the out web down. Now the music goes round and round. Oh, 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 and it comes out here. Now push the mid web down. Hit the music goes round and round. Below, below, below. Listen to
till the jazz come out. Now push the autumn up down, and the music goes round and round. Oh, 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 and it comes out here. The music goes round and round, below, 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 and it goes.